Ja, mein Display funktioniert wieder. Wahnsinn. Ein Aufwand wegen nichts. Das war ja in der Werkstatt in Neubrandenburg. Ich habe es hingebracht. Die haben schon gesagt, oh, das dauert, wir haben keine Zeit. Naja, wahrscheinlich nächste Woche. Und den nächsten Tag haben sie mich angerufen, haben gesagt, das war nur ein Kabel locker. Also, da fehlen ihnen doch die Worte. Und wenn man sich überlegt, wenn ich extra wegen dem Kabel nach Düren gefahren wäre, 700 Kilometer, hin und zurück 1400 Kilometer, da fällt eh nichts mehr ein. Naja, was soll's. So, ich möchte heute mal versuchen, in meinem Affinity mit der EcoFlow zu heizen. Ich habe jemand in der Gruppe, meiner Campergruppe, die keine Heizung hat. Und da habe ich zu ihr gesagt, kauf dir mal eine EcoFlow. Vielleicht kannst du da den Ecomat anschließen. Und das will ich jetzt mal ausprobieren. So, ich habe jetzt den Ecomat angeschlossen an die EcoFlow und habe jetzt erstmal, ich mache jetzt mal auf, ich stelle mal auf 25 Grad ein. Ja, es kommt hier sofort warm raus. Ja, bei der EcoFlow. Wie lange die dann läuft. Der Lüfter ist erstmal angesprungen. Und ja. Auf jeden Fall wird es warm. Ist richtig schön warm jetzt. Die Heizung, ich mache sie mal auf maximal. Ja, man müsste das mal ausprobieren. Also, ich werde mal mitnehmen und werde dann mal genau, werde den Ecomat anschließen und mal auf die Uhr gucken, wie lange der die EcoFlow hält. Ob man damit einen Kasten warm kriegt. Ich die auf maximal stelle. Also die wird ja sofort warm, der Ecomat. Das ist ja, wird ja sofort warm. Watt. 47 Minuten steht da. Also ob das nun, ja gut, man macht ja nun, man wartet ja eigentlich auch nur, bis es warm ist. Ja, naja, bis es warm ist. Man muss es ausprobieren. Man muss es ausprobieren, man muss sich in den kalten Van reinsetzen und, ja, und dann das Ding anmachen und warten, bis es warm ist. Ich meine, man lässt ja die Heizung auch nicht stundenlang laufen. Ja, und macht sie dann auch wieder aus. Auf jeden Fall funktioniert es, ja. Ich meine, wenn ich jetzt kein Strom habe, dann ist so eine EcoFlow schon, wenn ich davor sitze, ist es richtig warm. Ja, also, wie lange die nun hält, das weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Ja, naja. Was ich euch noch sagen wollte, wer jetzt eine Affinity hat, also das Abwasserventil, das ist schon sehr komisch angebracht. Es ist ja unterm Tisch, also unter der Küche. Und man muss sich ja da schon fast hinlegen, um den Schalter zu betätigen. Man muss aber das Auto erst erwärmen und dann kann man Wasser auffüllen. Dann springt das ja gleich wieder raus. Nur blöd ist das ja, wenn man unterwegs ist. Man ist mit dem Affinity unterwegs und ich mache ja nachts prinzipiell immer das Fenster auf, ja, oder mache die Heizung aus. Da fließt ja immer das Wasser ab. Das ist ja blöd. Das kenne ich ja vom Phoenix überhaupt nicht. Also der Phoenix, der hat, glaube ich, gar kein Ventil. Da ist noch nie Wasser abgelaufen. Ja, wahrscheinlich, weil das so alles richtig isoliert ist. Das kann schon sein. Naja, man darf nicht vergleichen. Nee, das will ich auch nicht. Ich vergleiche nicht. Auf jeden Fall funktioniert der Ecomat hier. Das ist schon mal gut an der EcoFlow. Wie lange? Ich werde das mal ausprobieren.
wenn ich das nächste Mal wegfahre, nehme ich das mal mit und dann gucke ich mal genau auf die Uhr und dann kann ich mal genau sagen, wie lange das funktioniert. Und man kann ja während der Fahrt immer laden. Das ist ja das Gute, ja. Also, ich will euch noch mal den Hahn zeigen. Wenn ich den Stuhl wegräumen muss, wollen wir das mal Licht machen, sonst sieht man es nicht. Guck mal, der ist hier unten drin. Also das ist doch nicht normal. Da kommt man doch gar nicht hin. Ne? Naja. Ich werde erstmal das Auto jetzt erwärmen und dann drehe ich den Schalter rum. Aber wie gesagt, das Wasser läuft ja dann immer wieder ab, wenn man nicht fährt. Das ist schon blöd irgendwie. Man muss sich dann immer Wasser mitnehmen, ja. Das geht gar nicht anders. Man steht ja sonst da und ohne Wasser in der Pampa. Ja, rings ums Haus, das ist auch noch nicht fertig. Aber ich hoffe, dass wir das morgen fertig machen. Hier ist die Wanne für den Keller. Hier kommt ein neues Fenster rein. Er ist schon drinnen. Ein bisschen dreckig ist das. So, das muss doch noch gepflastert werden und dann ist es fertig. Ja, am Schuppen ist auch noch mal was gemacht worden. Das war undicht wieder das Dach. Und da haben die noch mal so eine Leiste dran gemacht. Ja, langsam wird's. Ach Mensch. So, dann wollte ich zum Schluss mal noch was klarstellen. Also, es ist ein Irrtum zu denken, dass dicke nicht frieren. Also gerade dicke frieren schneller als dünne. Ja, das ist so. Aber im Kel also wenn es kalt ist, verbrennt man mehr Kalorien. Also müssten dicke Menschen mehr im Kalten sitzen, heiß zum Runterdrehen. Naja, ich friere nämlich, ich möchte am liebsten immer 25 Grad, aber das ist ja verkehrt. Man müsste 19, 20 Grad, aber das halte ich nicht aus. Da friere ich. Ja, man sagt ja immer, ach, der hat eine dicke Speckschicht. Nee, nee. Also dicke Leute sind ganz dünnhäutig, die frieren. Ich wünsche euch eine wunderschöne Vorweihnachtszeit und kommt gut durch die Kälte. Tschüss.